Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Ark Genesis Part 1. Ja, wir sind noch hier im Ozean unterwegs, weil ich finde dieses Teil hier einfach so grandios genial, dass ich gar nicht aufhören mag. Was haben wir denn hier? Verstecken und untergehen? Nee. Ich würde tatsächlich gerne mal, ich habe irgendwas gehört von irgendeinem Manta-Rennen, was total genial sein soll. Schauen wir mal. Hier haben wir das doch. Ein harter Möhne. Reiße, rolle und schlage. Wellenstrahl. Auf der Jagd nach dem heißen Wal. Gelan und breit. Blitz mit Flaschennase. Ein harter Möhne. Echo eines Klassikers. Ozeanstörung habe ich eine. Hier haben wir noch gar nichts gemacht. Ich dachte, hier gibt es diese Manta-Rennen. Dodo-Ball? Spy Faustino, okay. Feder nehmen. Also hier kann man schon eine Menge anstellen, ne? Die Frage ist echt nur. Also ich weiß nicht, ich weiß, es gibt so eine Art Questmarker, wie wir da eben hatten, mit so einer starken Zielflagge drauf. Eher mit so einer Zielflagge drauf, sage ich mal so. Und das ist auf jeden Fall das Teil, wo man die Rennen starten kann. Ist es das? Ja, das ist es, glaube ich. Ich würde sagen. Ach, schaut mal, er kann hier nicht weiter her. Doch. Er hing nur fest. Dann würde ich aber ihn gerne einpacken. Ich habe echt Angst, dass ihm was passiert. Ach, durch das Einpacken eben haben wir. Dann. Oh, ich stehe jetzt hier drauf. Ja, ist ja auch cool. Wellenstrahl. Alpha, Beta. Komm, wir probieren einfach mal Mission Wellenstrahl. Hast du Lust auf ein Rennen, Überlebender? Klar! Steig auf, Überlebender! Zeit für ein Rennen! Uhu! Okay. So, ich dachte, man hat da wenigstens vielleicht andere Gegner. Wuhu. Aber ist egal, so können wir auf jeden Fall Hexagons machen. Natürlich alleine jetzt ein bisschen. Wow. Wuhu. Alleine natürlich ein bisschen meh. Aber wir können ja dann mit der Zeit versuchen, unsere. Oh. Ups, oh nein! Nicht geschafft. Ich bin auch immer zu schnell. So. Dann kriege ich die Kurve nicht. 31. Wow. Und wieder ein Zoom. Das macht Spaß. Ja. Ich versuche ja schon alles zu geben. Ich war noch nie der Beste. Rennfahrer. Und schon gar nicht auf einem Rochen.
das ist aber schon. Anspruchsvoll. Wuhu. Wie cool ist das denn gemacht, bitte? Oh, hier müssen wir jetzt aufpassen. Schneller, Überlebender. Noch schneller? Da geht nicht. Ich halte schon alles gedrückt, was geht. Oh, den haben wir verpasst. Ui, 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 ui. Wir müssen da hoch. Und das war's? Außerhalb der Grenzen. Oh. Ach so, weil ich den einen verpasst habe hier, oder wie? Ach, jetzt. Okay. Juhu. Das war... Erster Platz, ich. Yay. Du bist der Beste in der Simulation. Das hat Spaß gemacht. Genau so wird's gemacht. Gut gemacht. Jawohl, ja. Hallo. Aber jetzt da... Oh, oh, dafür haben wir aber... Oh, das rentiert sich aber, Freunde der Nacht. Oho. Und dann? Wo ist jetzt die komische Ente hin? Hallo. Die greifen doch sonst an. Oh, man zieht den weg. Juhu. Ich weiß, mit dem Knüppel würden wir mehr kriegen, aber ich habe jetzt gerade keinen Knüppel. Oh, da ist ein Klitsch. Wir schwimmen mal noch zu dem Klitsch. Coole Sache. Dann haben wir also... Oh. Dann haben wir also heute einen Bloodstalker gezähmt. Also in dieser Aufladesession den Bloodstalker gezähmt. Dann sind wir eben mit dem so ein bisschen hier durch das Ozeanbiom gedüst. Und... Oh, die will ich ja auch gerne, aber ich weiß nicht, wie das geht, wie ich die Fischschwärme zu ihr bringen soll. Und vor allen Dingen ohne, dass die permanent von irgendwas angegriffen wird, ne? Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so gesund war. Das ist ein 130er! Hilfe! Hilfe! Hier passe ich durch. Hier passt du nicht durch. Oho. Ich möchte aber lieber nach oben. Hilfe. Hilfe. Ich will nach oben. Ich will nach oben. Ich hab den Hai abgehängt. Oho. Dann würde ich sagen, wir packen gleich mal wieder unseren Graf Dracula aus. Und gehen erstmal... Was ist das? Oho. Wir packen gleich unseren Graf Dracula aus und düsen erstmal nach Hause. Jetzt haben wir das ganze Fischfleisch... ein bisschen Hammer, okay. Ganze Fischfleisch da liegen gelassen. Ach so, hier ist eine Grenze. Habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, die Biomgrenze, ey. Meine Güte, bin ich durch. Oh, Blubberblasen. Hm?
Jetzt bin ich in einer drin. Juhu! Juhu, juhu! Juhu! So, ich wollte aber eigentlich nach unten. Kann man hier irgendwas machen? Das sind lauter Blubberblasen, ne? Krass. Und hier verbraucht man auch ganz wenig, ganz wenig im... Wow! Aua! Okay, jetzt weiß ich, warum man da oben nicht rein kann. Wo sind wir denn hier? Wie geil ist das denn? Okay, das kann ich ab. Das auch nicht. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Was wollen wir hier? Wow. Ja, sehr geil. Das ist doch mal ein Anblick, oder? Sehr, sehr nice. Also, ich kann einige verstehen, die sehr viel Kritik äußern. Ah, hier kriegt man Feuerstein Stein raus. Okay. Die sehr viel Kritik äußern an diesem DLC, aber es tut mir leid. Ich finde ihn absolut genial. Es ist eine neue Herausforderung. Es ist mal was anderes. Es macht Spaß. Also mir zumindest. Und man hat hier so viele Möglichkeiten. In jedem Biom gibt es spezielle Sachen. Was baue ich da eigentlich ab? Öl? Oh, Öl. Ja, mitnehmen, ne? In jedem Biom gibt es spezifische Tiere, spezifische Sachen, die man machen kann. Und ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, auch wenn es ziemlich trist ist, im Moor anzufangen. Aber zum Beispiel, ihr seht ja, mit dem Bloodstalker kann man super hier rumrennen, etc. auf dem Wasser. Was ich halt nur ein bisschen schade finde, ist, dass ich jetzt diesen X-Bug habe. Ich muss auch mal gucken, wo dran das liegt. Ob das nicht irgendwas in der Tastaturbelegung ist. Das wäre natürlich jetzt so das Einfachste. Hier kann man sich auch schick eine kleine Base hinbauen, ne? Aber ich glaube, ich würde lieber oben eine auf diesen riesen Plattformen. Das ist alles Stein. Nochmal Öl. Also ich würde sagen, Öl nehmen wir erstmal mit, was wir kriegen können, ne? Und das Ozeanbiom schauen wir uns dann ja auch. Oh, Metall. Das Ozeanbiom schauen wir uns dann ja auch noch entsprechend an. Wow. Aber die Bäume hier sind schon krasser Scheiß, ne? Jetzt wollte ich noch gucken, was da ist, wenn man da hinten rausgeht. Upsi. Ja. Jetzt haben wir ordentlich Zeug gesammelt tatsächlich, ne? Oh. Ein kleiner Durchgang. Die wackelt, als wäre sie im Wasser. Ist sie aber nicht. Hier? Aha. Okay. Das ist cool. Das hier sind wahrscheinlich auch wieder Steine. Hiermit kann man nichts machen. Ich möchte halt echt ein bisschen, ich würde gerne ein bisschen mehr erkunden. Auf der einen Seite. Anglerfischer! Wie geil wäre das, wenn man hier... Obwohl, nee, ich glaube, der Platzdocker kann... Och nein. Wo? Wo? Wie? Was? Warum? Er ist tot. Ha, Schwein gehabt, ey. Oh.
Er schenkt uns sogar ein bisschen was. Den habe ich nicht kommen sehen, ey. Ätzend. Da unten leuchtet auch was. Ich weiß nicht, ob das eine Qualle war. Da ist ein Basilo. Level 85, ein X-Basilo. So, stirb. Oh oh. Du musst doch nicht gerade, nur weil ich dein Kumpel und so. Ich möchte den nicht aus dem Auge verleihen, dem Basilo. Andererseits. Andererseits müsste ich mal ganz kurz an die Oberfläche. Du bist eh noch nicht hungrig. Ist ja auch lustig. Eigentlich wollte ich zu Hause weiter bauen. Weißt du, jetzt bin ich hier im Ozeanbiom, weil ich dieses komische Vieh da ausprobieren wollte. Und fange an, Basilo zu zähmen. Ist das ein Elektrophorus da unten? Er hat noch keinen Hunger. Ja, ist einer. Die Frage ist halt jetzt, wie lange müssen wir warten, bis der gezähmt, also bis der wieder Hunger hat? Das ist so die Frage. Aller Fragen. Da unten ist ein Klitsch. 8%, oh je. Ja gut, wir haben halt auch kein Prime-Fischfleisch, ne? Wir haben nur Standard-Fischfleisch. Aber der sieht hübsch aus. Ist das, weil das ein X ist, ne? Ich finde es nicht toll, dass du jetzt da in die Nähe von diesem Elektro-Dingsbums-Vorhaus gehst. Da sind auch noch zwei. Finde ich unlustig. Ja, schwimm ruhig einfach hin. Klar, mach das. Gibt's denn sowas? Jetzt chillt er da seine Base. Der will nicht zu uns. Oh! Oh, oh, oh. Kann er uns hier was? Verfolgt er uns? Nee, der hat auch noch keinen Hunger. Gott, hier sind ganz viele überall. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Drei Stück. Hilfe! Wo ist denn jetzt? Ach, da. Ach, ich glaube nicht. Den sollte man, glaube ich, besser mal mit Prime Meat oder so füttern. Oder ich tue jetzt gleich den noch zu Ende zähmen. Nach der Folge drüben. Da ist ein Klitsch, ne? Dann finde ich auch den nicht mehr. Ach. Du, mir verdirbt hier gerade das gute Fischfleisch, nur weil du nicht essen magst. Tja. Oh Gott. Diese Geräusche teilweise. Er hat noch keinen Hunger. Nein, sie hat noch keinen Hunger. Aber sie hat so schöne Farben. Ja, dann würde ich sagen, wisst ihr was? Wir machen das so. Ich zähme den jetzt noch fertig.
Da haben wir wenigstens schon mal ein Unterwasservieh. Und ich packe den in eine Kapsel, nehme den mit. Dann passiert dem auch nichts, bevor wir hier, solange wir hier noch nichts haben. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch der kleine Ausflug in den Ozean gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch gerne die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich natürlich über ein Abo am meisten freuen. Und beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal mit einer gezähmten Basilodame. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.